Ja, morgen, Leute. Wir haben gerade 5.45 Uhr. Es ist Donnerstagmorgen. Ja, warum ist schon wieder Donnerstag bei mir? Es ist die letzten Tage einfach nichts weiter passiert. Ich bin von der Arbeit heimgekommen, habe bloß mal einen Stall gemacht und bin dann gleich nein. Ja, irgendwo muss es mal gut sein. Ja, wir lassen jetzt gerade die Viecher raus. Beide Schweinchens. Meine allmorgendliche Runde. Viecher auslassen. Ja. Ja, lass meine Hose in Ruhe. Das sollte ich meine Hose lassen. Ich habe Ihnen schon was mitgebracht. Ein bisschen gekochtes Gemüse. Brokkoli. Spargel. Rosenkohl. Und ein paar so Salatstückler. Ja. Dann haben die was zu machen. Haben was zu tun. Zaun an. Und die Hühner noch rauslassen. Eieiei. So. 5.20 Uhr hat er wieder geklingelt. Ja, das ist jetzt mein täglicher Start in den Tag. Gut, dann sind die draußen, dann können die fressen. Dann passt es. Dann kann ich jetzt frühstücken. Und um 6:30 geht es dann auch für mich los. Dann bin auch ich wieder unterwegs. Ja, gab wie gesagt die letzten Tage halt einfach nichts zum Filmen. Wie gesagt, wenn du abends heimkommst und machst bloß den Stall und gehst dann auf direkten Weg, ja, quasi in die Wohnung, dann passiert nicht viel. Ich hole mir jetzt erst einmal meinen Kaffee, meinen Frühstückskaffee, meine Cornflakes, die stehen schon im Zimmer. Und dann wird gefrühstückt und dann gibt es eine Neuerung, eine Neuigkeit. Und da bin ich gespannt, was der sagt. Zum einen wollte ich euch sagen, ja, der Artikel, der Zeitungsartikel ist online. Das hat der ein oder andere schon mitgekriegt. Leider kann den nicht jeder lesen, da dazu muss man Zeitungsabonnent sein, der ist nicht frei verfügbar. Ich kann ja auch nicht einfach in die Zeitung reinstellen, in YouTube mit einstellen. Da damit würde ich die Urheberrechte verletzen, dann kriege ich einen auf den Deckel, das kann ich nicht machen. Deswegen, ja, leider nicht frei verfügbar. Muss aber sagen, es ist gut geschrieben worden und ich habe mittlerweile Zuschriften gekriegt, unter anderem vom Bayerischen Landtag. Von die Freien Wähler, der Rainer Ludwig hat mich angeschrieben. Ja, hat mich gelobt. Vor die ganzen Landwirte in der Umgebung habe ich schon Gutes gehört. Passt. Also so habe ich mir das vorgestellt, dass es auch einmal bei den Leuten ankommt. Und auch eine Jocht Bechter hat gesagt, weiter so. Immer weiter so. Das ist genau richtig. Ja, so viel auf alle Fälle dazu. Nicht, dass ihr da jetzt alle noch im Dunkeln habt und nicht wisst, ja, der hat auch mal gesagt, ihr macht da was. Wie gesagt, ich kann euch leider nicht zeigen, würde ich gern machen, aber ist nicht. Nun zu einem anderen Thema. Und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte den Kramer wieder zulassen und die ganze Zeit warte ich ja schon auf einen Brief vom KBA. Jetzt sind mittlerweile, also morgen sind es genau 4 Wochen herum. Es hat damals geheißen 2 Wochen. Jetzt habe ich gedacht, am Dienstag, jetzt rufst du mal in der Zulassungsstelle an und fragst mal nach, was da los ist. Gesagt, getan. Angerufen. Erst einmal wieder eine Dame dran gehabt, ja, da weiß ich jetzt auch nichts. Keine Ahnung, kann sie nichts damit anfangen. Sag ich, ja, ich habe die Fahrgestellnummer im Kopf, wenn sie die brauchen. Ich war da vor fast 4 Wochen drin und ja, nee, da soll ich dann nochmal anrufen in einer Viertelstunde. Das weiß dann bloß der Herr sowieso. Gut. Also, Viertelstunde gewartet, wieder angerufen. Dann habe ich den richtigen am Apparat dran gehabt. Das ging doch um den Kramer, Vorbesitzer und der Name Fischer. Sag ich, ja. Ja, was wollten sie denn wissen? Dann sage ich, naja, es hat geheißen, nach 2 Wochen kriege ich in etwa einen Brief vom KBA. Jetzt sind mittlerweile fast 4 Wochen rum und ich habe immer noch keinen Brief. Oh, wer hat denn sowas behauptet? Das kann ja gar nicht sein. Das haben sie dann wohl missverstanden. Wir kriegen einen Brief vom KBA und nach 2 Wochen können sie den Schlepper zulassen, sage ich. Nee. Ich habe extra gefragt, ob ich noch 2 Wochen einmal hin anrufen soll und ob ich den Schlepper dann zulassen kann oder wie ich benachrichtigt werde.
Und dann hat es geheißen, ich kriege einen Brief vom KBA und wenn ich den habe, kann ich reinkommen. Ja, oh ja, das tut mir leid. So wollten wir das natürlich dann auch nicht haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es schaut jetzt auf alle Fälle so aus, ich kann den Schlepper jetzt zulassen. Ich hätte den Schlepper theoretisch am 5.3. schon zulassen können. Der hat sich jetzt bei mir entschuldigt. Ich kann jetzt dann heute Abend rein und kann endlich das Fahrzeug zulassen. Mit amtlichen Kennzeichen, wie ich es haben will. Und dann kann ich endlich damit starten. Puh, was lange währt, wird endlich gut oder so ähnlich, ne? Also ich sag ja, da heißt es, ich krieg dann einen Brief und dann heißt es, ach, da haben sie wohl dann irgendwie einen Fehler gemacht. Weil ich gleich gesagt habe, also es kann eigentlich nicht sein. Das letzte Mal, da musste ich auch anrufen und habe dann Bescheid gekriegt. Ja, das ist normalerweise auch so. Ja, und die Dame letztens hat aber zu mir gesagt, ich kriege einen Brief und vorher brauche ich gar nichts machen. Ja, das tut ihm leid, also das hat er eigentlich nicht gedacht, dass das so gelaufen ist, das wollte er nicht. So, soll ich jetzt da nochmal was sagen? Nein, mache ich nicht. Auf alle Fälle heute Abend dann. Ich packe jetzt die Fahrzeugpapiere mit ein. Heute Abend geht es dann rein in die Zulassungsstelle. Dann Kennzeichen beantragen, Kennzeichen drüben bestellen. Wieder rüber, zulassen, heim, draufschrauben, fertig. Endlich kann ich nicht fahren. Hoffe ich. Tja, wie gesagt, was lange währt, wird endlich gut. Irgendwie so wird es doch auch werden. Nun Leute, jetzt haben wir Donnerstagabend, so schnell geht's. Tja, viel passiert ist heute nicht. Ja, nach der Arbeit auf der Zulassungsstelle gewesen. Was soll ich sagen, das Jammerspiel hat kein Ende. Heimgekommen, Stall gemacht, ganz normal. Schweine versorgt, Hühner versorgt, Hunde versorgt, Pferde versorgt. Arbeit soweit fertig, jetzt bin ich runter in die Halle. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll. Also, irgendwie, ich habe keine Ahnung, aber das geht mir sowas von auf den Sack, dass ich nicht endlich schon gefahren bin. Mensch, die Kennzeichen sind drauf. Die Zulassung hat funktioniert heute endlich. Amtliches Kennzeichen, KUCA54. Ich habe eigentlich gedacht, CA54, das war ein altes vom Allgäuer. Ja, vielleicht hätte ich auch mal hier drüben gucken sollen. Hier steht nämlich das alte vom Allgäuer. Das alte vom Allgäuer ist dieses da. KUCA51. Ja, ich habe jetzt CA54. Blöd gelaufen. Ja, wie bin ich auf die 54 gekommen? Ja, der Großvater hieß Christoph Andreas Fischer. Ich bin ja nach ihm benannt. Ich heiße ja Michael Christoph Fischer. Er hieß Christoph Andreas Fischer, das ist das CA. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das war auch 54, weil unser Haus Burgheik 54 ist. Gut, war es jetzt nicht. Mein Kennzeichen auf dem Kram ist jetzt aber KUCA54. Macht nichts, passt, hängt gut, schaut doch optisch schon richtig gut aus. Ja, original gehört eigentlich ein Zinkblech drunter und das wäre dann mittig auf dem Zinkblech verschraubt. Weil ich habe jetzt noch eine Bohrung in der Achse da, falls man die überhaupt erkennt. Aber das ist mir wurscht. Bei dem ist eigentlich ein langes Zinkblech noch drüber gewesen. Hat er jetzt nicht. Drauf gepfiffen. Ja, und hinten natürlich dann auch ein schönes Kennzeichen. Oh, ich bin begeistert. Herrlich. Endlich sehe ich den Bulldog mit Zulassung. Das ist... Oh. 1998 habe ich ihn gekriegt und habe mir immer gewünscht, den Bulldog zulassen, den Bulldog zulassen, den Bulldog zulassen, unbedingt. Nie hat es funktioniert. Jetzt hat es endlich funktioniert und ich freue mich. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schön das ist. Oh, herrlich. Bin ich so begeistert davon, so happy. Ja, Kennzeichenbeleuchtung, funktioniert sie? Na und wie, hängt doch perfekt. Kann man wunderbar ablesen. Schön. Und ich kann mir es jetzt einfach nicht entgehen lassen. Es ist jetzt zwar eigentlich schon 6:45 und eigentlich habe ich heute noch nichts zum Abendessen gehabt, weil ich vorhin von der Arbeit gekommen bin, direkt auf die Zulassungsstelle. Von der Zulassungsstelle dann um 5:30 heim. Stall gemacht, jetzt die Kennzeichen draufgebaut, deswegen ist es spät. Und wahrscheinlich warten die auch mit dem Essen auf mich, dass ich vielleicht irgendwann mal meinen Hintern hochbewege. Ja, Fakt ist auf alle Fälle, ich muss da jetzt eine Probefahrt machen. Also, ich kann mir es geht einfach nicht anders. Ich muss einfach mal eine Runde drehen. Es ist wie gesagt 6:45, aber nee, ich habe so lange drauf gewartet. 1998 gekriegt, habe mir gewünscht, er wird zugelassen.
Ich habe immer gehofft, es geht einmal. Ich habe dann nach der Restauration direkt gedacht, es klappt endlich. Das war im Dezember. Jetzt haben wir fast schon, ja, also wir haben Mitte März, es geht auf April zu. Jetzt ist soweit, dass er fertig ist. Jetzt hat er endlich Zulassung und jetzt, ich kann nicht mehr bis morgen warten. Ich muss jetzt eine Runde auf der Straße drehen. Ich muss ihn jetzt einmal richtig gefahren haben. Und das machen wir jetzt einfach. Mir scheißegal, was die Leute denken. Ich muss jetzt einfach mal Runden drehen. Es geht nicht anders.
herrlich. Ich weiß, dass es jetzt Leute geben würde, die werden sagen, mein, bist du bescheuert, fährst du auch mit dem Bulldoggerwing durch die Gegend und überhaupt, aber das ist das Größte. Wenn man so lange auf das Ding wartet, dass man endlich fahren kann und dann kann man das erste Mal mit der Runde drehen. Und wenn es ja noch so klein ist, aber ich freue mich. Wenn wir jetzt das Kühlerproblem auch noch in den Griff kriegen, dann bin ich richtig glücklich. Das fehlt noch, da muss ich morgen einmal dann den Michel anrufen und frage mal nach, ob der jetzt dann was gekriegt hat, wie es da ausschaut, was es kosten soll. Und dann, wenn wirklich einmal der Kühler dann noch gemacht ist, dann bin ich glücklich. Dann denke ich einmal, dann habe ich das, was ich will. Ein Kühler, der nicht ausläuft, ein Bulldog, der wieder rennt, der seinen Dienst tut, der macht, was er soll. Ich freue mich, also unbeschreibliches Gefühl, ich freue mich richtig. So lange habe ich drauf gewartet. Und jetzt das erste Mal damit zu fahren, haltet mich für bescheuert oder sonst was, ist mir egal. Ich habe das jetzt gebraucht und es ist unbeschreiblich. Wer es nicht selber erlebt hat, der glaubt mir das nicht. Schön. Ja, damit wären wir dann schon wieder am Ende vom Video. Mehr ist dieses Mal leider nicht passiert. War ein bisschen Stallarbeit und sonst halt nicht viel. Ich habe ja gesagt, aktuell passt nicht so ganz, da ist nicht viel. Jetzt hat die Woche viel geregnet. Regen ist ja auch ganz gut, aber im Regen passiert halt so nichts. Und ja, Wiesen schleppen kannst du bei Regen, nasse Wiesen dann auch nicht. Das schmiert wie Sau. Wird jetzt dann, denke ich, einmal die Tage auch losgehen. Der ist jetzt zugelassen. Das heißt, ich denke, wenn es klappt, bis zum nächsten Video, also am Dienstag, dann machen wir mal eine OKF, eine Ortskontrollfahrt. Dann fahren wir mal auf die Felder und Wiesen, die jetzt mir gehören. Dann zeige ich die nochmal. Müssen wir einfach mal gucken. Keine Ahnung. Eventuell am Samstag, je nachdem wie das Wetter ist, wenn es nicht regnet, wenn die Temperaturen passen, wenn es trocken ist, könnte ich auch mit dem Schlepper da mal Futter holen. Das muss ich sehen. Ich bin auf alle Fälle jetzt richtig froh, dass er fertig ist. Dass er fährt. Dass er das macht, was er soll. Und dass er jetzt endlich zugelassen ist. Also, das habe ich so lange gehofft, so lange mich drauf gefreut. Und jetzt ist endlich das Ei getroffen, was ich immer schon wollte. Schön. So ein Schlepper mit Kennzeichen. Bin gleich etwas dreckig mittlerweile. Aber sowas ist doch einfach was Schönes. Jo, gut. Ach so, was ich euch noch zeigen will. Wenn das drehbare Zugmaul hinten irgendwann einmal ein bisschen lose wird und sich leichter dreht, was ja an sich nicht schlecht ist, würde ich jeden raten, der hinten einen Zugbolzen drin hat. Ich mache das ja prinzipiell schon bei alle Schlepper. Bolzen einhängen, dass er nicht verloren gehen kann. Guckt mal, nach dem Fahren hängt er nämlich so Schöps, weil das Ding sich so leicht drehen lässt. Das leicht drehen macht nichts. Dann schmeißt es mir wenigstens nicht den Bulldog um, wenn einmal ein Hänger oder was umkippt. Aber man sollte dran denken, wenn man hinten keinen Anhänger dran hat, den Bolzen einzuhängen, weil sonst dreht sich das, der radelt raus und dann ist er mal ganz schnell verloren. Tja, ist mir zwar noch nicht passiert, aber bei dem ist es ganz gut, dass ich es jetzt gemacht habe, sonst hätte ich mir vielleicht jetzt unterwegs auf der Straße verloren. Das Gute ist jetzt vielleicht auch immer noch mit anzubringen. Ja gut, wie gesagt, das war's jetzt für dieses Video. Ich sage auf allen Fällen vielen Dank fürs Zusehen. Hab mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Tut mir leid, dass es dieses Mal einfach ein bisschen kürzer geworden ist. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, es kann vorkommen, je nachdem, wie ich mit der Arbeit hinkomme. Nächste Woche schaut es wahrscheinlich so aus, dass ich vielleicht Samstag arbeiten muss. Muss ich mal gucken, das kommt darauf an, ob wir noch was zu tun haben. Und dann schauen wir halt einmal. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schauen wir mal, was bis dorthin passiert. Und ich wünsche euch was. Servus. Ja, halt, da kommt ja noch was. Ich weiß, es hat einmal jemand geschrieben gehabt, ich soll doch mal aufzählen oder mal die Schritte aufzählen, die man macht, wenn ein Schlepper wieder zugelassen werden soll, wenn keine Papiere vorhanden sind. Und nachdem er jetzt zugelassen ist, können wir das ja mal machen. Also, der allererste Schritt ist, und das würde ich eigentlich sogar mittlerweile vorher empfehlen, sicher ist sicher,
Außer ihr wisst aus verlässlicher Quelle, das Fahrzeug ist nie geklaut worden. Der erste Weg wäre Fahrgestellnummer aufschreiben, über die Polizei eine Abfrage machen lassen, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist. Wenn ihr glaubhaft versichert kriegt, dass das Fahrzeug definitiv nicht gestohlen ist, oder wenn ihr wisst, wie bei meinem jetzt, dass die Vorgeschichte so ist, dass er nie gestohlen worden ist und dass der Brief tatsächlich verloren gegangen ist, könnt ihr den kaufen. Dann der nächste Weg wäre, soweit nötig, Schlepper zusammenrichten und anschließend geht's dann ans TÜV-Gutachten. Das ist das, die 21er Abnahme, die Vollabnahme, die da gemacht wird, alles vermessen und. Der braucht dann simuliertechnische Daten, erstellt dann ein Datenblatt dafür und es liegt um die, ja, 100 Euro kann man sagen, in etwa. Wenn ihr dieses technische Datenblatt habt, dann müsstet ihr theoretisch auf die Zulassungsstelle, beziehungsweise müsst ihr nicht, Quatsch. Wenn ihr das technische Datenblatt habt, dann müsst ihr zur Versicherung. Dort kriegt ihr euren Versicherungsschein fürs Fahrzeug. Mein Fall ist jetzt dann 44 Euro Haftpflicht im Jahr, in etwa, so Pi mal Daumen. Landwirtschaftliche Ackerschlepper. Ja, und mit dem TÜV-Gutachten und mit dem Versicherungsschein müsst ihr dann normalerweise an die Zulassungsstelle. Ja, und je nachdem, bei mir war es halt jetzt so, je nachdem, wie die da drin drauf sind, kann es halt sein, die sagen dann eine Aufbietung machen über das KBA. Wenn ihr vorher bei der Polizei schon angefragt habt, dann kann das sogar sein, dass der vor der Polizei einen Schrieb kriegt. Weil die fragen das ja auch beim KBA ab. Dann nehmt ihr da den Schrieb mit. Wenn ihr da keinen Schrieb habt und ihr müsst es drin in der Zulassungsstelle machen, dann hat es mich gekostet, diese Aufbietung, ca. 45 Euro. Dauert 2 Wochen. Die müsst ihr warten. Bei mir hat es länger gedauert, weil sie sich natürlich ein bisschen vertan haben. Und nach diesen 2 Wochen könnt ihr dann rein mit dem Versicherungsschein, mit dem TÜV-Gutachten. Die Aufbietung ist gemacht worden, das haben dann die. Und dann könnt ihr das Fahrzeug zulassen. Da habt ihr die Wahl, Wunschkennzeichen oder halt ein freies, das ist egal. Das macht vom Preis auch keinen Unterschied. Die Papiere zu erstellen hat mich jetzt gekostet 96 Euro und ein paar zerquetschte. Das waren dann nur die Papiere. Und dann habe ich noch Kennzeichen geholt, das waren 22,50 Euro, glaube ich. So was in den Dreh, ja, 22,50 für 3 Stück. Ich habe 2 Stück für den Schlepper und ein Folgekennzeichen für einen Anhänger. Mal gucken, wo ich das dann brauche. Entweder mal auf dem Einachse oder vielleicht auf dem Miststreuer, auf dem Ladewagen oder. Das sehe ich. Auf jeden Fall, das wird dann auch gemacht. Dann geht er wieder auf die Zulassungsstelle. Die machen dann noch die Pappe da drauf und dann ist die Sache gegessen. Also, noch einmal kurz die Aufzählung. TÜV-Gutachten, ca. 100 Euro. Versicherung, je nachdem, wie der eine zulässt. Papiere erstellen lassen, sind auch um die 100 Euro. Eine Aufbietung übers KBA, da liegen wir um die 45 Euro. Ja. Eine Aufbietung über das KBA, das liegt um die 45 Euro und dann halt noch die Kennzeichen dazu. Ja, und das ist im Endeffekt das Ganze natürlich auch wieder kostspielig gewesen. Ist ja klar, wie denn sonst. Auf alle Fälle so lässt man den Schlepper zu, so in etwa läuft das Ganze ab. Also, kaufen, wenn ihr das ganz genau wisst, der ist nicht geklaut, dann könnt ihr die Abfrage über die Zulassungsstelle machen. Und wenn nicht, wenn ihr nicht sicher seid, vor dem Kauf vielleicht einmal über die Polizei abfragen lassen, dass da auch wirklich nichts, man weiß ja nicht. Kaufen, TÜV-Gutachten, Versicherung, Zulassungsstelle, eventuell Aufbietung, Zulassungsstelle, zulassen, Kennzeichen organisieren, Stempel drauf, auf den Schlepper schrauben, losfahren. Klingt einfach, klingt schnell, ist es aber nicht. Na gut. Jetzt in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe hier ein bisschen Klarheit gebracht oder noch mehr trübe Brühe. Jetzt wünsche ich euch was.
Servus, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende.